Es ist Mittwoch, der 20. Mai 2020. Wir haben die aktuelle Ausgabe Heiko Thieme Club aufgezeichnet. Herr Thieme, ich sage schon eigentlich die ganze Woche, auch schon die letzte Woche, dass der DAX sich irgendwie in der Spanne zwischen 10 und 11 hin und her bewegt. Momentan sind wir da sogar drüber. Vielleicht stimmen meine Marken ja nicht. Ich weiß, dass Sie heute im Club andere Marken genannt haben. Welche sind das denn? Nun, die Marken sind nicht so anders. Der Kernsatz ist der 10 bis 11, das kann man sich leicht merken. Aber um genauer zu sein, ist es zwischen 9,5 bis 11,5 ist die Spannbreite, also 2000 Punkte statt der eben genannten 1000 Punkte. Und genauso sieht es übrigens aus beim Dow Jones, wo die Marke hier sich abspielt zwischen der 20 bis 25.000 Marke, sogar 5000 Punkte Abstand. Wobei ich glaube, dass die 20.000 Marke nicht nochmal gesehen werden muss. Die 25.000 Marke ist ja fast erreicht. Wir sind schon über der 24.500 Marke, also wir sind am oberen Rand dabei, aber der untere Teil, von dem sind wir noch weit entfernt. Jetzt sind wir ja in der speziellen Situation, dass ein Feiertag ansteht, der, okay, nicht überall Feiertag ist. Die Börse hat geöffnet, zumindest in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern hat auch die Börse geschlossen. Dann kommt der Freitag und wie wir wissen, nehmen sich viele dann gerne frei. Am Montag ist dann Feiertag in den USA. Also es kommen gleich einige Tage, an denen es einfach ein bisschen ruhiger werden könnte an der Börse. Muss man da eigentlich irgendwas beachten? Muss man vor diesem Hintergrund irgendwas im Hinterkopf behalten? Nicht viel. Meine Frage heute auf meiner Marktprognose zum Beispiel lautete, kaufen oder verkaufen? Das ist die Frage, um mit Shakespeare hier zu argumentieren. Und ich würde hier eher etwas abgeben, wer also uns gefolgt ist und hat in den letzten Wochen, besonders im März, Exchange-Traded Fonds auf den DAX und Dow Jones gekauft. Hier gibt es übrigens eine Sonderbeilage in der Welt. Ich war mit Gottfried Heller und meiner Wenigkeit hier zitiert, wie man ETFs einschätzen soll. Wer danach gehandelt hat vor 8 Wochen, der kann jetzt absolut oder sollte und muss sogar aus meiner Sicht verkaufen, Gewinne mitnehmen mit einem Plus von 20% oder sogar mehr, um sich dann wieder niedriger einzukaufen, wenn wir die 10.000 Marke beim DAX unterschreiten und beim Dow Jones Index deutlich unter der 23.000 Marke sind. Das wäre die Strategie. Also jetzt noch, wer sich das anhört, kann seine Exchange-Traded-Fonds verkaufen, sofern er natürlich auch welche gehabt hat. Man sollte nicht alle verkaufen, sondern 2/3 der Position jetzt und das letzte Drittel mit einem Stop-up sichern. Das würde beim DAX bei 10.950 zurzeit liegen und beim Dow Jones Index würde es bei 24.150 liegen, weil wir über der 24.500 Marke stehen. Und steigen beide Indizes weiter, setzt man den Stop sukzessive auch etwas weiter nach oben. Aber ich glaube, wir sind nicht weit von dem rationell begründbaren Top entfernt, was wir hier vor dem Sommerbeginn sehen, um dann in einer Sommerphase auch eine Sommerpause oder ein Sommerloch zu erleben, was dann nochmal nicht die Tiefstände vom März sieht, aber in die Nähe der Tiefstände kommt. Das ist meine Argumentation. Warum? Weil der Coronavirus ja nicht verschwindet, auch wenn wir uns jetzt etwas mehr öffnen wirtschaftlich. Aber das reicht nicht aus. Wir müssen erstmal die wirklich sehr negativen Zahlen noch verdauen, die noch auf uns zukommen. Ja, und da ist es doch gefallen, dieses Wort Coronavirus. Ich hatte ja versucht, es auch in unserer Clubausgabe so wenig wie möglich zu erwähnen, aber wir kommen nun mal einfach nicht dran vorbei. Ich habe heute den Satz gehört, dass die Börse momentan mehr auf medizinische Ergebnisse schaut als auf Wirtschaftsdaten. Kann man das eigentlich tatsächlich so sagen momentan? Ja, das ist richtig. Es gibt keine Sendung heute, ob man Tagesschau nimmt oder andere Dokumentation, die nicht mit dem Wort Coronavirus anfangen. Warum? Das Virus hat die Welt verändert, und zwar substanziell. Ob wir richtig gehandelt haben, ist übrigens eine ganz andere Frage. Ob die Wissenschaftler sich hier vielleicht auch getäuscht haben in ihrer restriktiven Maßnahme, all das lassen wir mal weg. Wir kamen zu einem künstlich induzierten Wirtschaftsstillstand. So etwas hat es in der Menschheitsgeschichte in dieser Form noch nie gegeben. Und das kreiert eine neue Situation. Deswegen hatten wir auch einen radikalen Einbruch gesehen von 40%. Das war der kürzeste Crash, schnellste Crash und auch stärkste Crash in so kurzer Zeit. Anschließend die 35%ige Erholung. Also wir sind in einer Zeit, die neu interpretiert werden muss. Und da muss man flexibel sein. Aber für mich ist der Markt zurzeit zu euphorisch und versucht, die aktuellen Fakten wegzustecken. Das kann man mit Liquidität alleine nicht tun. Ja, und wie Sie empfehlen, mit dieser Situation umzugehen, was man kaufen soll, konkrete Aktienempfehlungen, Handelsanweisungen, Hebelstrategien und auch Ihre persönlichen Lieblingsaktien aller Zeiten, das und mehr in der heutigen Ausgabe Heiko Thieme Club. Soweit erstmal, vielen Dank. Bitteschön.